Hallo Sparkassentribüne. Habt ihr das gehört? Also wir sind angekommen in Duisburg. Momentan 8. Spieltag, 13. der Liga, die Duisburger. Wir natürlich Platz 1 nach wie vor und wollen uns heute hier so ein bisschen rächen für... Na? Ah, leck mich am Arsch. Porto! Mit dem 1-0 für Duisburg. Was für eine Mucke. Was für eine Mucke. Ich krieg die Krise. Die Möglichkeit, hier in MSV Duisburg, der Hamburger SV spielt weiter pomadig. Der MSV Duisburg kann sich in und um den Strafraum nur den Ball zu schieben. Porto bestraft sich nach gutem Pass von Kern. Ja, schöne Angriffe für Rotenhofen über Jansen und Schan. In der Ecke, alles klar. Eckball. Mann, Abpraller, nochmal Ecke eigentlich. So, eigentlich wollten wir uns heute ein bisschen für den verpatzten Sieg in der Champions League rächen hier, gegen noch einen recht schwachen Gegner mit einer Mannschaftsstärke von 752, aber danach sieht es ja überhaupt nicht aus, jetzt schon gar nicht mehr, wenn wir mit 1 und hinten liegen, jetzt müssen wir das Spiel machen, ganz klar, jetzt müssen wir Gas geben. Keine Frage. So am besten natürlich. War das kein Tor? Ich dachte, es wäre eins gewesen. Meine Fresse. Da wäre fast das 1:1 für die Hamburger gewesen. Nach einer Flanke von Retz setzt sich Jelavic im Luftduell gegen Hoffmann durch, aber köpft dann aus 8 Metern über die Latte. Da verpassen sie den Ausgleich nur knapp. Bisher waren wir ja so souverän in der Liga. Ich möchte damit heute nicht brechen, nicht gegen einen Abstiegskandidaten. Ganz im Gegenteil, hier möchte ich sehr gerne ein starkes Spiel sehen unserer Jungs. Nächste Möglichkeit für Duisburg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das Tempo halten können über die Laufzeit hinweg. Also, das soll mich doch echt wundern. Serge Gnabry mit einer gelben Karte. Nach einem taktischen Foul. Heute mal in der Startelf für Jorginho Wijnaldum. Ihr wisst Bescheid, der sitzt auf der Tribüne zu Hause. Guckt live in Sky die Geschichte. Ecke von links, Van der Vaart, André Hoffmann kann mit einer guten Kopfballabwehr klären. Alles klar. Ja, so wie es momentan aussieht, brauchen wir sogar noch einen zweiten Stürmer. Hoffen wir mal, dass Gnabry sich keine Rote einfängt. Weil er sollte halt eigentlich durchspielen. Nächste Möglichkeit für uns. Abseits, oder? Ja. Mann. Also, wieder etwas schwach der Start. Verstehe ich gar nicht. Wo sind die mit den Köpfen? Wo sind die, ne? Sind die schon wieder bei Genk oder wie? So, erste Halbzeit wirklich grottenscheiße. Wenn man so einen Gegner vor Augen hat hier. Spielergespräche. So, wir kritisieren, motivieren und kritisieren und kritisieren. So sieht's aus. 3 Massagen sind übrig. Eieiei. So, gebt euer Bestes. Es wäre doch gelacht, wenn ihr jetzt nicht mehr dreht. Ne? Dann bin ich mal gespannt. Also. Was fehlt uns? In der Offensive fehlt es einfach hinten und vorne. Wir lassen Can drin. Nimm erstmal Çalhanoğlu. So, wir gehen mal mit 2 offensiven Mittelfeldakteuren voran. Gucken wir mal, ob wir das nicht so irgendwie hinbekommen. Ansonsten ist Beister, der ist richtig fit. Hoffmann ist richtig fit. Und Luis Holpi eigentlich auch noch. 4,5 Rautenberg und Jansen, aber gut, da jetzt in der Defensive brauche ich nicht anfangen auszuwechseln. Ich will hier Tore sehen. Ja gut, Jansen, komm. Und Beister. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Also, müssen wir doch mal wieder einen einwechseln, der eigentlich heute Pause hatte. Maxi Beister. Los geht's. Und Koch hier war verletzt gleich. Julian Koch. Der defensive Mittelfeldakteur bei Duisburg. Außenbandanriss, das dauert auch ein bisschen länger. Timo Pertl kommt rein. Ist auch eine junge Mannschaft, die da zusammengeschraubt haben. So, jetzt. Erste Möglichkeit. Geht doch. Wer hat's denn gemacht? So, Jelavic macht Vorlage von Can. Alles klar, sehr schön. Wir lassen schon mal gleich Hofmann und Holpi sich warm laufen. Mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte schickt Can Jelavic auf die Reise. Dieser läuft Hoffmann davon und köpft über den herauseilenden Wiedwald hinweg. Nächste Chance für uns. Ah, Ecke von rechts, wieder nur eine Ecke, schade. Und Çalhanoğlu und André Hoffmann steigen zum Kopfballduell hoch, aber Hoffmann kann sich durchsetzen. Wiedwald muss nicht eingreifen.
Jeder wie jetzt mit der 2,5. Er ist ja ein Arbeitstier. Eigentlich muss er es ja reißen. Nächste Möglichkeit. Kommt schon, Jungs. Ich will das hier nicht so einfach hergeben, so eine Partie. Da zählt nur ein Sieg auswärts, ganz klar. Also, ob wir halt zu Hause oder auswärts gegen Duisburg spielen, da muss ein Sieg her. Jelavic wird halblinks am Strafraum von Van der Vaart schön freigespielt, trifft aber dann den Ball nicht richtig. Hoffmann klärt. Der Innenverteidiger ist stark von denen, der ist richtig stark. Tanaloglu mit einer 4. Van der Vaart geht sogar. Also, 4 nehme ich raus, bring Holtby wieder. Und da wird richtig Alarm gemacht hier im Stadion. Wahnsinn. Chance jetzt für Duisburg. Scheiße, oder? Das gibt's doch nicht. Schöne Möglichkeit für Duisburg. Kern bedient Porto, der Rajkovic im Strafraum mit einer schönen Körpertäuschung aussteigen lässt und dann den Torschuss sucht. Sein noch abgefälschter Schuss geht aber einen Meter vorbei. Weiter 1-1. Nächste Möglichkeit. Die Ecke konnten wir abwehren, so wie es aussieht. Okay. Hab gesagt, Holtby kommt rein für Çalhanoğlu. Warum klappt das nicht? So, jetzt. Holtby für Çalhanoğlu. Die verfeindeten Jungs. Ja, die werden sich weiter verfeinden. Wenn der eine nicht Gas gibt, ne, muss der andere rein. Ist ja ganz klar. Jelavic nur eine 3. So. Ja, ich kann jetzt nicht noch einen Stürmer bringen. Da haben wir ja 5 Leute da vorne stehen. Das ist ja auch Quatsch. Nehmen wir Jelavic raus und bringen Hoffmann. Und hoffen, dass wir ein Joker-Tor erzielen mit Philipp Hoffmann. Junge, das wäre der Burner jetzt. Chance. Oh, Beister setzt sich auf der linken Seite durch, flankt auf Hoffmann. Der kann den Ball nicht kontrollieren und Felix Wiedwald geht dazwischen. Kommt schon, holt noch was raus hier. Bisschen Gas geben, was kann ich Ihnen sagen hier? Weiter so. Schön Vollgas, schön Vollgas. Noch 10 Minuten. Wir sind ja Profis in den letzten Minuten immer. Da kriegen wir ja häufig nochmal ein Tor. Oder machen, besser gesagt, wir machen immer noch eins. Wie sieht's aus? 82. Nachdem Holtby sich anscheinend verletzt hat, zeigt sich Timo Pertl als fairer Sportsmann und spielt den Ball ins Aus. Okay, Holtby, bei Holtby geht's weiter. Komm schon, kick doch mal den Hofmann einer. Gib mir doch mal den Ball. Unglaublich, wie defensiv stark die das machen. Nochmal Chance für Duisburg. Oh. Nochmal Chance für uns oder war es das? Boah, das ist jetzt ein Ergebnis, wo ich sagen muss, hätte ich nicht mehr gerechnet. Trotz unserer B11, trotzdem nicht, muss ich ganz klar sagen. Etwas enttäuschend, etwas enttäuschend. Sogar richtig enttäuschend. Ich habe eigentlich mit einem Pflichtsieg hier heute taktiert. Gut, gucken wir uns das Ganze an, wie es aussieht im Nachbericht, meine Lieben. Bis gleich. So, da wären wir. Also, kommt noch gerade ein Tweet rein. Pascal Sander und Pascal Fischer schreiben wieder wie die Fleißigen. Gucke ich gleich mal rein, was wir jetzt hier geschrieben haben. Gehen wir erstmal in die Geschichte hier. Ach, der Spieltag, das war doch enttäuschend, oder? Also, ja, will ich jetzt nichts groß hinzufügen zu der Sache, aber das ist doch ein bisschen enttäuschend. 2 Unentschieden in einer Woche. Gut, wir haben nicht verloren. Wir sind nach wie vor ungeschlagen in dieser Saison. Aber wir mussten Punkte lassen gegen Duisburg. Hallo? Haben die nicht gerade noch gegen Bayern gewonnen? Ja, die Bayern haben sie abgefertigt mit 2-1. gut, okay. Bleibt mir jetzt nicht, wie gesagt, ich kann da nicht viel hinzufügen. Wir bleiben nach wie vor vorne an der Tabellenspitze, kriegen aber trotz des Unentschiedens Abstand zu Leverkusen. Schön, schön. Das ist hilfreich. Die haben nämlich jetzt ein Unentschieden und eine Niederlage. Wir bis jetzt immer noch ungeschlagen. Kann von mir aus so weitergehen. 3 Gegentore insgesamt in der Saison. Bis jetzt auch ganz gut. Aber Status 8. Spieltag. Die Stimmen zum Spiel. Das wird eine schöne Heimfahrt. Einen Punkt geholt. Und zudem waren die Jungs eine Woche nicht bei der Mutti. Stimmt das? Waren wir jetzt so lange weg? Alles klar. So, ja, da schafft es von uns natürlich keiner rein. Bei der Leistung, da braucht man sich nicht aus dem Fenster lehnen. Ne? Ganz klar. Ansprache ist fehlgeschlagen, wird hier gesagt. Und die Fanbeliebtheit geht auch ziemlich in den Keller. Da muss was passieren. Da müssen wir ein bisschen Gas geben. Das kann nicht sein. André Krauer fällt aus. Wolfsburg und Hamburg trennen sich auch nur unentschieden. Gehen wir mal ganz kurz rein hier in den Spielbericht. Krauer kriegt ein Tor. Masek eine gelbe Karte. Vorlage Dominik Kor. Alles klar. Die machen ihr Ding. Haben wir aber gesagt, wollen wir auch ein bisschen Fokus drauf halten oder zumindest gucken, wie es läuft bei den Jungs. Sind wir momentan auf Platz 4. Haben 4 Punkte Rückstand auf Lübeck, die jetzt wieder gewonnen haben.
Müssen wir angreifen, müssen wir Gas geben, ne? Ganz klar, da werden wir aber sehen, wenn der Scout zurückkommt da aus der Liga. Im Winter werden wir da noch ein bisschen wildern, möchte ich mal sagen. Ein bisschen wildern in der Regionalliga Nord und uns da die Top-Talente einfach aneignen. So werde ich es machen. So läuft das. Jansen, natürlich eine enttäuschende Leistung abgeliefert heute, dachte ich mir, dass so ein souveräner Akteur das ein bisschen besser macht. Sehr Gnabry, erschreckend schwach, gleich wieder raus, hat nicht wirklich für Akzente gesorgt, eigentlich eine gelbe Karte nur bekommen. Das war's dann mit seinem Einsatz, ne? War auch nicht so prickelnd. Rautenberg nur eine 9, Kouyaté nur eine 8. Da können wir auch einen Kier mit einer 10 wiederbringen. Schmerzt nicht. Und einen Rajkovic erstmal drin lassen. Na gut, komm, wir packen den Kouyaté. Wir machen das mal wieder in alter Form. Die müssen einfach mal gewinnen, die Jungs. Wir gehen jetzt mit der stärksten Mannschaft gegen Genk, die wir haben. Die stärkste Mannschaft, die wir haben. Çalhanoğlu hat eine 10. Wer ist denn noch hier? Eine 12 von Höger. Für Şan van der Vaart, auch Anita ist nicht verkehrt momentan drauf. Der ist richtig gut drauf. Also, probieren wir jetzt nochmal mit der defensiven Taktik gegen Genk. Wenn die da es geschafft haben, Manchester City zu schlagen, darf man sie echt nicht unterschätzen. Probieren wir es nochmal so. Ja, kann ja ein bisschen rotieren, ein bisschen taktieren. Çalhanoğlu und bei. Und wo haben wir denn? Wo haben wir denn den Holtby? Beide eine 10 von der Form. Beide eine 10. Rücken wir mal ein Stückchen weiter. So, die Fragen, die reingekommen sind. Bergi, du hast, denke ich, noch drinne, dass Abdülkadir mit der ersten trainiert. Nimm das raus, damit er eine bessere Frische hat. Schauen wir gleich mal rein. Habe ich eigentlich gemacht, glaube ich, in einer der letzten Folgen. Aber es kann auch sein, dass du die Folge noch nicht gesehen hast, weil ich noch nicht öffentlich gestellt habe. Von daher. Und jetzt muss ich gucken wegen den Fans. Ganz klar. So, Genk und dann unter. Oh, jetzt unter der Woche Genk und dann Dortmund. Ist ja wieder ein Hardcore-Programm, was wir hier haben. Meine Güte. Nächstes Spiel, was ist da? Warum ist denn das so schlecht hier angezeigt? Gibt es da nicht mal irgendwas Schönes über Belgien zu sagen? Nö, so wie es aussieht, nicht. Alexandros Tsiolis kann wegen einer Verletzung nicht spielen, alles klar. Wenn das ein starker Gegner ist, ist das schön. Neapel gegen Man City, bin mal da gespannt, wie das läuft. Jelavic Traoré, ja, Jansen kann ganz runter. Bringen wir Traoré wieder rein in die. Auf die Bank setzen wir ihn zumindest mal. Wir spielen auswärts gegen Genk. Ich würde mal vorschlagen, um die Champions League Gruppenphase ein bisschen voranzutreiben, spielen wir mal Textmodus gegen Genk. Um auch ja, so ein bisschen zu variieren, was wir in der Champions League machen. Ansonsten gucke ich auch mal kurz nach Abdülkadir. Das wurde noch gefordert. Das habe ich, glaube ich, gemacht in der zweiten Mannschaft. Wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich das rausgenommen, Details, trainiert nicht mehr mit der ersten Mannschaft, alles klar, dann sollte seine Frische jetzt auch nicht, eigentlich auch demnächst bald nach oben gehen, hier ist er schon auf 63, die war ja zwischenzeitlich auf 40, ne, haben wir ja auch gesehen, so, der Aufstellungsassistent bringt uns noch ein paar frische Spieler, Parker ist drin, okay, mit der Form, oh nee, lasse ich den Masaryk drin, das sage ich euch, Ibizilio als Spielmacher, das passt, ansonsten fragt Pascal Fischer nochmal, Berge, du solltest bei deinen Jugendcamps eine Mindest-Talent-Sternzahl reinmachen, geht glaube ich doch, oder? Habe ich gemacht, haben wir in der letzten Folge gesehen. Ist drin. So, die Spielerbilder sind auch drin, wollte ich mal ganz kurz zeigen, liebe Leute, guck mal. Die haben wir auch mittlerweile geschafft. Also das ist Adelmann in Zukunft, passt ganz gut. Der Fisch. Nicht nachtragen und Teamplayer, der Adelmann ist ein Fisch. Abbas haben wir drin, guck mal hier, sieht auch ganz gut aus, ne? Passt auch richtig gut. Und dann haben wir auch noch Landmann drin. Rechts außen Dribbler. Mal gespannt, wie der vorankommt. Ist auch erst 17, ne? Also auch ein Top-Talent. Gib im Training alles, mein Bester. Gib im Training alles. Und Parker, Landmann, Seber habe ich eigentlich eingestellt. Seber habe ich eigentlich eingestellt. Woran hängt es denn dabei, Seber? Habe ich das Datum falsch eingegeben? Kann auch sein. Muss ich nochmal gucken. Und ansonsten, wen haben wir dann noch reingebastelt? Guck ich gerade mal. Seba, Landmann, Adelmann und Abbas. Adelmann, Landmann, Seba und Abbas. Jo, haben wir alle durch. So, die habe ich reingedüdelt. Dann passt das. Okay. Ein Max Dürr habe ich hier noch stehen. Ist auch wieder Jugendmannschaft, Spielername. Dann haben wir das geklärt. Und da wollte ich mit den Fans mal sprechen. Und zwar das nächste Heimspiel gegen Dortmund. Da gibt es dann mal Sonderzüge oder Fans. Komm, wir machen mal hier ein bisschen Freikarten für alle Spiele. Und Sonderzug. So, Busse subventionieren. 5 Busse. Alles klar. Fanbeauftragter Pascal Schultes. Da brauchen wir vielleicht einen neuen, ne? Ganz klar.
Marti soll zu uns kommen. Ich bin ein Fan von Werder Bremen und bleibe das auch. Daniel B. aus Hamburg. Ich finde es gut, dass die im Training so viel rennen müssen. Ich auch. Und der Trainer ist schon viel zu lange da. Ja, ich bin ja der zweite Thomas Schaf oder was? Alles klar. So, dann gehen wir nochmal hier rein. André Krauer ist wieder fit. Klasse. Boss gut, überzeugt im Training. Und Spitzenspiel, zweite Mannschaft. Gegen Lübeck steht an. So, dann müssen wir nochmal in die zweite reingucken, wie die am Start ist. Abdülkadir. Oh, komm. Ist ein bisschen schwach momentan, ne? Echt schade eigentlich. Ich hätte den Chor auch ganz gerne im zentralen Mittelfeld hier. Der kann aber auch defensiv spielen. Lassen wir ihn mal hier hinstellen. Und dann der Abbas in Innenverteidigung ist auch nicht wirklich so pralle. Aber gut, Timo Raab ist noch gut in der defensiven Mittelfeld. Aber wir haben Ibizilio noch da. Abdülkadir, hoffen wir mal, dass sie es auf die Kette kriegen, die Jungs. Und wir spielen jetzt mal gegen Genk. Ansonsten dürfte alles soweit geregelt sein, würde ich sagen. Und wir geben Gas. Ja, können wir eigentlich direkt durchstarten. Würde ich behaupten, wir haben das soweit drin. Jansen, ja, das war echt schwach, die Leistung zuletzt. Ist auch abgefallen in der Form. Ja, mit einem Sieg jetzt hier in der Gruppenphase in der Champions League, jetzt gegen Genk, das sollte eigentlich drin sein. Gehen wir doch mal in die Taktik rein. Wir gehen über alle Flügel wieder. Wir haben bloß einen offensiven Spielmacher, das ist dann können wir auch über rechts und links gehen. Über unsere Flügelflitzer, dafür haben wir sie ja extra dahingestellt. Tackling bald halten. Laufwege bearbeiten. So, Höger, hier würde ich ganz gerne ein bisschen defensiver sehen und Anita kann ruhig ein bisschen nach vorne. Beister ist klar, das passt. Wenn er das so macht, dann bin ich mal gespannt, ne? Also. Ah, wir können noch was einstellen. Und zwar, upsala, wo haben wir denn? Teamvergleich, gucken, wer da stark ist. Da ist Lukaku, das ist der Bruder von dem, ne? Von dem Romelu. Alles klar, Jordan Lukaku. Ah, auch Belgier, ist gefährlich. Aufpassen. Es liegt in der Familie, das Talent. Jonelei, das ist ein. Boah, die sind aber eigentlich wesentlich schwächer wie wir, ne? Guck mal, die haben gerade mal um die 70 rum. Hier, 50. Koulibaly. Da können wir doch eigentlich richtig offensiv Volldampf geben. Komm, ich mach das mal ein bisschen anders. Leute, entschuldigt meine Verplantheit. Wir geben mal Gas. Wir geben mal richtig Gas. Ich bin mal gespannt, ob das nicht läuft. Jelavic, ich muss erstmal gucken, welcher Fuß bei wem stark ist. Bei ihm ist links stark, dann kann er auch von rechts besser abzielen. Und Jelavic ist auch links, der kann beides. Alles klar, perfekt. Dann kann der da spielen. So. Ne, wenn er hier links ist, dann kann er leicht mit links ins lange Eck ballern. Sehr schön. Er müsste eigentlich auch beides sein, oder? Ja, links kann er ein bisschen nachziehen. Interessant. Gut, wie weit ist er denn auf der Position? Da hat er schon bald durch, oder? Auf rechts außen. 2% braucht er noch. Alles klar. Okay, meine Lieben. Motivieren wir die Jungs noch ein bisschen. Champions League, da brauchst du eigentlich nicht viel sagen. Das sage ich ihm. Verliert 3 Moralpunkte. Ich muss einfach spielen. Das ist inakzeptabel, sagt er. Der Knallkörper und Kuyate. Körperlich stärker werden. Ich denke, ich habe andere Defizite und Adler. Den sagen wir noch meist, der sehr guter Mannschaftsführungsspieler ist. Er gewinnt 2 Moralpunkte. Sehr schön. Okay, und jetzt geht's um die Wurst. Wir haben ja schon ein paar 80er-Knaller da, ne? Also. Bin gespannt, wie es läuft. Also, bis gleich im Textmodus mal in der Champions League. Gucken wir mal.